Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Nimmerland von Rin in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nimmerland von Rin, das Ganze am 6. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt, so sieht die aus, aber heute soll es wie gesagt um die Vinyl gehen. So sieht die aus in Schwarz und Rot, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir haben hier einmal ein Gatefold zum Aufklappen, bedeutet wir können hier wunderbar aufschneiden. Und dann kommen wir zur Vinyl. So, das Cover in Schwarz und Rot. Wir haben hier so eine kleine Kugel. Und auf dieser Kugel haben wir nicht die Welt, wie wir sie kennen, abgebildet, sondern es ist in diesem Fall Nimmerland. Passend zum Albumtitel. Also Nimmerland aus Peter Pan. So sieht das aus. Oben rechts lesen wir Nimmerland. Oben links Rin. Hier unten haben wir das Label Division, hier gibt es sonst weiter nichts. Im Hintergrund haben wir dann auch nochmal die roten Buchstaben Nimmerland, auch wenn man sie hier jetzt sehr schwer sehen kann, weil sie ja großteils hier verdeckt sind. Und ansonsten haben wir auf dem Cover hier eine Rolex, zumindest das Armband der Rolex können wir sehen, dass hier diese Nimmerland-Kugel umschließt. Und das Ganze wird gehalten von einer Hand. Ich nehme mal an, es ist die Hand von Rin, auch wenn die hier animiert oder gezeichnet wurde und nicht seine originale Hand ist. Und die Hand wurde hier dann noch mit diversen Ringen versehen. Jawohl. Auf der Seite sieht das Ganze dann so aus. Auch hier lesen wir Rin Nimmerland. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück an der Zahl, verteilt auf A, B, C und D Seite. Und wir haben hier auch Features mit dabei, in diesem Fall 4 Stück. Wir haben Features von Bowser, Bilderbuch, Sido und Luciano. Hier unten noch die Beteiligten und ein Barcode. Jawohl. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Die Innenseite ist hier relativ schlicht gehalten. Wir haben hier wieder diese roten Buchstaben auf schwarzem Untergrund. Und dann haben wir hier die Infos zum Album, die Credits. Also, wer hat hier gemixt, gemastert? Wer hat das Ganze produziert, die einzelnen Tracks, all das kann man hier nachlesen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. So, wir haben hier eine schwarze Hülle in der ersten Stecktasche. Und dann haben wir natürlich auch noch eine zweite. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob da noch was drin ist. Nein. Okay, mehr ist hier nicht zu sehen. Dann packen wir das mal kurz zur Seite und starten mit der ersten Vinyl. Die kommt, wie gesagt, in einer schwarzen Papierhülle. Die Vinyl an sich ist aber, wie man sehen kann, nicht schwarz, sondern rot. So sieht das aus. In Rot eingefärbt, wunderschön. Hier in der Mitte in Schwarz, dann lesen wir hier Weiß A. Und dann haben wir hier diesen farbigen Balken, der ja auch auf dem Cover schon zu sehen war, von Division. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann auch wieder so aus. Hier lesen wir dann B. Also, das ist Vinyl Nummer 1. Und dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Auch die hier natürlich in einer schwarzen Papierhülle. Und die Vinyl an sich dann wieder in Rot. Jawohl. Und so sieht das aus. Wir haben hier in der Mitte keinerlei Beschriftung. Das heißt, man kann jetzt hier rein von der Vinyl nicht genau entnehmen, auf welcher Seite sich welche Tracks befinden, aber in der Trackliste ist das natürlich ersichtlich. Jawohl, das war's auch schon. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal die beiden Vinyls hier in Rot eingefärbt in schwarzer Papierhülle. Downloadcode oder CD haben wir hier leider nicht dabei. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Nimmerland von Rin.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.